Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, wie ihr schon in der Überschrift gesehen habt, geht es um meine Nagelpflegeroutine. Gerade im Mama-Alltag finde ich das irgendwie gar nicht so einfach. Eigentlich möchte man schöne gepflegte Nägel haben, weil ja, man hat halt viel zu tun im Alltag, ne? Viel im Haushalt, viel im Garten. Und dennoch macht man jeden Griff mit der Hand, sieht seine Fingernägel und irgendwie sollen ja schon halbwegs gepflegt aussehen. Ich versuche einmal die Woche, das gelingt mir aber auch nicht immer unbedingt, vielleicht so alle 2 Wochen mich ein bisschen intensiver um meine Nägel zu kümmern. Aber wann macht man das? Entweder abends, wenn der Mann zu Hause ist und sich gegebenenfalls um das Kind kümmern kann, wenn die Fingernägel noch nicht ganz getrocknet sind. Oder in der Mittagspause, wenn man aber auch immer nicht so genau weiß, wird das Kind jetzt wach, braucht man eine Hilfe. Dann stehe ich damit beim noch nicht ganz getrockneten Nagellack und ja, muss dann dem Kind natürlich helfen und die Nägel verkratzen dann. Aber wie mache ich das jetzt? Das heißt, der Nagellack sollte möglichst schnell trocknen. Da habe ich im Laufe der Zeit ein paar Tipps rausgefunden für mich. Wenn ihr im Video dranbleibt, bekommt ihr die auch raus und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Ja, ich zeige euch jetzt gleich erstmal, was ich brauche für meine Nagelpflegeroutine. Ich bin natürlich kein Profi, das geht möglichst schnell zu Hause. Ich finde aber, dass es einen guten Effekt hat und ja, vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Tipp abschauen. Ich zeige euch jetzt gleich einmal, was ich überhaupt brauche für meine Nagelpflegeroutine. Bis gleich! So, jetzt hole ich mir gleich ein Handtuch, lege mir das hier drunter, damit die Fingernägel nicht hier überall wild in der Gegend rumfliegen. Ich habe hier immer mein Täschchen, da sind meine ganzen Utensilien drin, die ich brauche für die Nägel. Und die zeige ich euch gerade einmal. Also ich habe ja eine ganz feine Schere. Die hat eine ganz spitze. Das ist eigentlich eine Nagelhautschere. Aber ich verwende die immer am liebsten für die Fingernägel. Ich komme tatsächlich in alle Ecken damit. Die ist also ganz wichtig. Wobei ich heute nicht großartig die Nägel schneiden werde, hauptsächlich feilen. Und da sind wir hier schon bei meiner Glasfeile. Die habe ich schon so viele Jahre. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sie immer hier in diesem kleinen Etui aufbewahre, aber sie ist immer noch heile. Die habe ich vor vielen Jahren mal in der Apotheke, glaube ich, gekauft. Kriegt man aber heutzutage auch überall. Ganz wichtig dabei ist, dass die Nägel ganz trocken sind, wenn man damit arbeitet. Also man soll auf keinen Fall auf nassen Nägeln oder also auf aufgequollenen Nägeln damit rumfeilen, weil man sich die Nägel sonst damit kaputt macht. Ansonsten ist das wirklich ein ganz treuer Begleiter und kann ich nur empfehlen, die Glasfeile. Anschließend arbeite ich mit einer Polierfeile. Ich werde mir aber nicht die Nageloberfläche polieren, sondern ich nutze die Polierfeile, um, ja, wie soll ich sagen, um die Kante quasi nochmal so ein bisschen abzurunden. Weil mit der Glasfeile oder überhaupt mit der normalen Nagelfeile finde ich die Kante immer etwas stumpf und mit der Polierfeile kann man die Kante nochmal ein bisschen abrunden. Ich finde, dann hält der Lack auch ein bisschen besser und splittert nicht so schnell vorne an den Spitzen ab. Daher brauche ich also die Polierfeile, auch eine ganz normale aus dem DM. Für die Nagelhaut benutze ich dann gerne diese Rosenholzstäbchen. Die habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Halten bei mir auch ewig. Also ich benutze immer irgendein anderes und stecke das dann wieder zurück. Die sind auch schon mal ganz gut, wenn man eine kleine Korrektur mit dem Nagellack vornehmen muss. Wenn man vielleicht leicht über den Nagel drüber gemalt hat, kann man mit dem Stäbchen das schnell wegkratzen. Dafür sind die Nagelhautstäbchen. Ein nächster Schritt ist ganz wichtig, wenn man die Nägel lackieren möchte, ist es wichtig, dass sie komplett fettfrei sind. Und da benutze ich immer dieses Bürstchen, das habe ich auch schon ganz, ganz viele Jahre. Ich wasche mir die Hände, gebe ein bisschen Seife auf das Bürstchen und dann bürste ich die frisch manikürten und gefeilten Nägel, bürste ich ganz doll ab, dass sie komplett fettfrei sind. Dann mit einem Handtuch schiebe ich auch nochmal die Nagelhaut ein bisschen hoch und schaue, dass die Nägel möglichst trocken sind, bevor es dann ans Lackieren geht. Ja, und fürs Lackieren werde ich heute wieder Essilacke benutzen. Die benutze ich tatsächlich am liebsten. Die halten bei mir einfach am längsten. Also irgendwann bildet sich dann hier dieser Rand, wenn die Nägel rauswachsen, aber das ist ja klar. Aber tatsächlich splittern sie nie vorne bei mir an der Spitze ab. Großartig, deswegen benutze ich die immer sehr gerne. Da benutze ich erstmal einen Unterlack. Das ist hier dieser Treat and Love and Color. Zeige ich euch aber gleich nochmal genauer, beziehungsweise werde ich auch in der Infobox unten nochmal aufschreiben, wie der genau heißt. Dann nehme ich heute einen helleren Lack, der heißt Allure von Essie. Das ist tatsächlich auch der Lack, den Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit getragen hat.
fand ich ganz interessant, hatte ich da schon, aber fand ich natürlich dann super, dass sie ihn bei ihrer Hochzeit getragen hat. Und anschließend, das ist auch schon so ja, eine kleine Vorschau auf das schnellere Nägeltrocknen, ist ein Topcoat ganz wichtig. Und dann nehme ich auch den von Essie, der Good to Go. Der hilft schon beim schnelleren Trocknen, aber wie gesagt, da gibt es auch noch weitere Tipps, die ich beherzige, damit die Nägel schnell trocken sind und man schnell wieder im Haushalt oder dem Kind helfen kann. Genau, dann hole ich nochmal mein Handtuch und dann geht's los mit der Nagelpflegeroutine. Bis gleich! Ja, da sitze ich jetzt an meinem Handtuch mit meiner feinen Schere und versuche, die rausgewachsenen Ecken etwas abzuschneiden und abzurunden. Mehr mache ich heute mit der Schere eigentlich auch gar nicht. Ihr könnt ja nochmal in Großaufnahme sehen, was ich meine. Einfach diese Ecken, die sich in den letzten 2-3 Wochen gebildet haben, dadurch, dass ich die Nägel nicht mehr geschnitten habe an den Seiten, die versuche ich einfach mit der Schere einmal zu kappen. Das dauert mit der Feile sonst alles zu lange. Ja, jetzt kommt die Nagelfeile ins Spiel, die Glasfeile, von der ich euch vorhin schon erzählt habe. Und damit wird jetzt der ganze Nagel einmal abgerundet. Ich trage die Nägel gerne rund, manche gerne eckig. Das kann ja jeder machen, wie er gerne möchte. Da versuche ich wirklich immer nur in eine Richtung zu feilen, immer von außen zur Nagelmitte. Auch wenn es mal so aussieht, dass ich hin und her feile, nehme ich dann einfach den Druck weg. Das heißt also, ich feile eigentlich immer nur von außen in die Mitte. Damit der Nagel nicht splittert. Das habt ihr aber wahrscheinlich auch schon häufiger gehört, dass man die Nägel immer zur Mitte hin feilen soll. Genau, und das geht jetzt auch viel einfacher. Dadurch, dass ich eben mit der Schere schon so ein bisschen die Ecken vorgearbeitet habe, brauche ich mit der Feile jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen nacharbeiten. Da kommen jetzt die Polierfeile zum Einsatz. Da brauche ich eigentlich nur immer diese erste Seite, also Step 1. Und damit gehe ich dann nochmal über diese abgefeilte Kante. Und da seht ihr auch schon, dass ich da so runterfeile und dann eben versuche, diese Kante abzurunden. Das ist wirklich sehr praktisch, wenn man die Nägel anschließend auch lackieren möchte, dass der Nagellack dann auch nicht so schnell absplittert. Da könnt ihr das eigentlich ganz schön sehen, wie ich das mache. Dass ich dann einfach den Nagel runterfeile und dadurch die Kante abrunde. Hier geht es alles jetzt ein bisschen schneller. Ja, als nächstes kommen die Rosenholzstäbchen ins Spiel. Damit schiebe ich mir die Nagelhaut etwas hoch. Auch das habe ich gleich ein bisschen schneller laufen lassen, da das doch sonst ein bisschen zu lang geworden wäre für das Video, alles im Original. In Originalgeschwindigkeit laufen zu lassen. Aber ihr bekommt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, was ich da mache. So, da seht ihr jetzt die kleine Bürste. Damit gehe ich ans Waschbecken und wasche mir die Hände und schrubbe mir die Nägel, damit die schön fettfrei sind für den Lack, der jetzt gleich kommt. So sehen die Hände jetzt aus nach der Maniküre. Und jetzt wird der Lack aufgetragen. Da beginne ich erstmal mit einem Unterlack. Das ist dieser Treat Love and Color von Essie. Die genaue Bezeichnung schreibe ich euch aber auch nochmal in die Infobox. Da trage ich wirklich nur eine dünne Schicht auf. Die trocknet eigentlich auch ganz schnell. Also wenn man mit beiden Händen fertig ist, kann man beim ersten Nagel schon wieder anfangen. Und ich fange immer beim kleinen Nagel an. Ich habe früher immer am Daumen angefangen, deswegen war ich auch gerade etwas verwirrt. Aber ich habe gelernt, man sollte eigentlich am kleinen Finger anfangen, weil die Nägel dann einfach gerade liegen. Und am Daumen muss man die Hand kippen. Und da könnte es sein, dass der Nagellack so ein bisschen verläuft. Also versuche ich immer dran zu denken, am kleinen Finger anzufangen und mich dann zum Daumen vorzuarbeiten. Ja,
beim Nägellackieren. Ihr seht es vielleicht so ein bisschen, ist es mir immer wichtig, erstmal den Rand ganz ordentlich zu machen, dass ich nicht über den Rand drüber male. Und dann streiche ich relativ schnell nach unten den Nagellack zur Spitze hin aus. Aber am Rand, da taste ich mich erstmal vor bis zur Nagelhaut. Und wenn ich da zufrieden bin, dann streiche ich den restlichen Lack aus. Mal so ein bisschen eine Kunst, die richtige Menge von Nagellack an dem Pinsel zu haben. Aber das ist einfach Gewöhnung, da richtig abzustreifen. Nicht zu viel, nicht zu wenig Lack. Und dann klappt das ganz gut. Da kommt jetzt der Allure obendrauf als Farbe. Wie gesagt, ich habe das nicht lange trocknen lassen. Also der Unterlack ist noch so ein bisschen pappig. Und dann fange ich dann auch schon an mit dem farbigen Lack, auch wenn er jetzt natürlich sehr hell und transparent ist in diesem Fall. Auch da taste ich mich wieder langsam an die Nagelhaut ran, bevor ich dann den Lack runterstreiche zur Nagelspitze. Habe ich es auch ein bisschen schneller laufen lassen, da das doch sonst zu lang gedauert hätte hier in dem Video. Ja, relativ zügig danach mache ich dann auch die zweite Schicht. Also ich trage den Farblack eigentlich immer in zwei Schichten auf. Dann ist er für mich so deckend, wie er eigentlich sein soll. Man kann natürlich eine dritte Schicht auftragen, aber dann dauert es, glaube ich, mit dem Trocknen alles ein bisschen zu lange. Da seht ihr, habe ich mich ein bisschen vermalt und dann nehme ich mir nochmal so ein Rosenholzstäbchen, nehme die andere Seite, also die Spitze und versuche damit, ja, so ein bisschen meinen Patzer auszubessern. Das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn der Nagellack ja nicht mehr zu nass ist und auch noch nicht zu sehr getrocknet ist. Deswegen habe ich die Hand erstmal zu Ende lackiert und bin dann am Schluss nochmal an diese Stelle zurückgegangen und konnte eigentlich meinen Patzer ganz gut nochmal ausbessern, sodass man das anschließend gar nicht mehr gesehen hat. Und damit sind die Hände erstmal fertig lackiert. Dann habe ich schon ein paar Minuten gewartet und komme dann zum Topcoat. Das ist auch schon mein erster Tipp für die schnell trocknenden Fingernägel bzw. den schnell trocknenden Nagellack. Dieser Topcoat von Essie hat mir schon viele gute Dienste geleistet. Das ist der Good to Go. Den trage ich dann ungefähr 5 Minuten nach der zweiten Lackschicht auf. Als letzte Schicht. Erstens bringt er die Nägel sehr schön zum Glänzen und zweitens habe ich wirklich das Gefühl, dass sie dadurch schneller trocknen und man schneller wieder handlungsfähig ist in seinem Alltag. Ja, das geht relativ schnell, da arbeite ich vielleicht auch nicht ganz so sauber, weil wenn man da so ein bisschen drüber malt mit so einem durchsichtigen Lack, ist das ja auch in der Regel gar nicht so schlimm. Genau, beide Hände werden da noch mit einer dünnen Schicht versehen. Ja, ein weiterer Tipp ist dann, die Nägel zu wedeln und nicht zu pusten. Durch das Pusten pusten eigentlich nur Feuchtigkeit auf die Nägel drauf und dadurch trocknen sie langsamer. Anderer Trick ist nochmal die Hand ins Gefrierfach zu halten. Also Kälte hilft wirklich sehr gut beim Nagellack trocknen. Und dann ein Tipp ist noch, die Nägel in kaltes Wasser zu tauchen. Ein ganz bisschen angetrocknet sein sollten sie dann natürlich schon. Und durch die Kälte wird dann auch nochmal der Lack besser getrocknet. Dann am besten ein bisschen ausschütteln, wie ich das hier gemacht habe, und dann klappt das ganz gut. Jetzt sind wir auch schon bei der abrundenden Nagelpflege. Das mache ich nicht jedes Mal, aber meine Nagelhaut war so trocken, dass ich mir einfach einen Klecks Olivenöl genommen habe und einen Pinsel und dann nochmal die Nagelhaut quasi ja, eingepinselt habe mit dem Olivenöl rundherum. Hinterher noch mal ein bisschen einmassiert habe mit der Hand, ein bisschen einwirken habe lassen. Und ja, das bringt eigentlich auch ganz guten Effekt. So, die ganze Prozedur hat heute tatsächlich in der Mittagspause wieder funktioniert. Ich bin fertig geworden, der Lack ist trocken. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Ich konnte euch in irgendeiner Hinsicht ein bisschen helfen. Ihr könnt euch gerne auch meine Putzroutine anschauen. Ganz anderes Thema, aber eben auch belastend für die Nägel. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss, ganz liebe Grüße.